So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video geht es auch wieder um die Beweisführung in der Mathematik und zwar diesmal zum Thema induktive Mengen. Wir werden das auch anhand der Definitionen klar machen. Des Weiteren werden wir auch klar machen, wie man auf die Art und Weise die natürlichen Zahlen ohne diese Punkt-Punkt-Notation, das kennen Sie vielleicht. Man kann ja die natürlichen Zahlen so darstellen, dass man einfach sagt, das ist beispielsweise von 0, 1, 2, Komma, Punkt, 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 Punkt. Na? Ohne diese Punkt, Punkt, Punkt Notation hier, weil die zu unpräzise ist. Natürlichen Zahlen, in dem Fall wäre das hier noch inklusive der 0. Da streiten sich jetzt auch immer wieder die Geister. Laut den Peano-Axiomen gehört die 0 dazu. Aber okay, wie gesagt, ohne diese Punkt-Punkt-Operation, weil die zu unpräzise ist. Ne? Wir werden auch diesbezüglich beweisen, dass die natürlichen Zahlen selbst induktiv sind. Ne? Als erstes einmal legen wir die Voraussetzungen fest. Das heißt also, was wir zeigen wollen, ist, schreib hier mal hin, zu zeigen, dass die natürlichen Zahlen induktiv sind. Induktiv, beziehungsweise ich schreibe es anders, ist induktiv. Diese Behauptung soll mit dem Hintergrund der entsprechenden Definitionen bewiesen werden. Na? Wir gehen wieder streng stilistisch vor. Wir machen uns also erst einmal anhand unserer Voraussetzungen klar, was weiß ich überhaupt oder was wissen wir überhaupt zu dem, was wir beweisen wollen. Ja? Hier schadet es nichts. Alles, was Sie diesbezüglich wissen, was Sie in Ihren Aufzeichnungen finden, beispielsweise von Ihrer letzten Vorlesung oder was Sie in Büchern diesbezüglich finden, das hier in den Voraussetzungen niederzuschreiben. Und da müssen Sie halt schauen, wie kann ich mir aus diesen Voraussetzungen, also Axiome, die ich beispielsweise habe, oder Definitionen bzw. Sätze, die als bewiesen gelten, wie kann ich mir daraus dann einen entsprechenden Beweis zusammenbauen? Voraussetzung. Wir haben als erstes einmal die Definition der induktiven Mengen. Eine Menge ist dann induktiv, man sagt, wenn beispielsweise ne, sei m eine Menge. Sei n eine Menge. Des Weiteren muss dann gelten 1, dass m eine Teilmenge der reellen Zahlen ist. Das ist die erste Eigenschaft. Die zweite Eigenschaft wäre, dass 1 ein Element dieser besagten Menge sein muss. Und die dritte Eigenschaft, die gegeben sein muss, ist, dass wenn x ein Element von m ist, dann ist auch in diesem Fall x plus 1 ein Element der besagten Menge. Wenn diese drei Eigenschaften hier gelten, dann ist die Menge m in diesem Fall tatsächlich induktiv. Induktiv bedeutet also, dass ich im Prinzip durch einfaches Dazuaddieren von 1, dass ich durch einfaches Hinzuaddieren von 1 die Elemente der Menge bilden kann. Ne? So, das Ganze machen wir uns jetzt mal hier rot. Das ist also unsere erste Definition, die wir diesbezüglich haben. Dass wir überhaupt einmal wissen, wann ist die Menge überhaupt induktiv. Jetzt haben wir die zweite Definition. Ich schreibe hier am besten vielleicht auch noch gerade hin 1. Hoppla, das war nicht so gut. 1 schreiben wir hier hin. Das ist die erste Definition, die wir haben. Die zweite Definition, die wir haben, ist die Definition jetzt eben der natürlichen Zahlen. Unter Zuhilfenahme schon der ersten Definition. Das heißt also, wir können hier sagen, die natürlichen Zahlen werden in diesem Fall gebildet durch die Durchschnittsmenge aller induktiven Mengen.
Stellen Sie sich also vor, wir bilden den Durchschnitt aller induktiven Mengen, die es gibt. Na, für diese induktive Menge gilt natürlich M wiederum Teilmenge von R und M ist entsprechend induktiv. Na, gemäß also auch der obigen Definition. Na. So, dies bedeutet, das macht man dann hier gerne mit so einem Doppelpunkt und einem Istgleich, dies bedeutet, dass ein Element aus dieser Menge hier letztendlich ein Element der reellen Zahlen ist und beziehungsweise für dieses x hier gilt, das macht man mit einem Doppelpunkt, aus Platzgründen muss ich das jetzt hier unten hinschreiben, dass für jedes m Teilmenge r gilt, x ist auch ein Element von m. Ne? Gemäß der Definition der Mengenoperation der Durchschnittsmenge. Ne? Mir die Durchschnittsmenge ja gar nicht erst zum Greifen. Das sind jetzt unsere zwei Definitionen. Die mache ich jetzt mal hier grün. So, das wäre also unsere zweite Definition. Aus diesen beiden Definitionen sind wir jetzt auch in der Lage, einen entsprechenden Beweis zu formulieren. Wir haben also nochmal die Behauptung, es sei mit dem Hintergrund dieser Voraussetzungen sei behauptet, dass die natürlichen Zahlen, die Menge der natürlichen Zahlen wäre induktiv. So, jetzt kommt der Beweis. Das Ganze ist auch ein direkter Beweis, weil wir das versuchen, direkt aus diesen Voraussetzungen hier zu schließen, zu folgern. Als erstes einmal, wir müssen ja im Prinzip nichts anderes machen, um jetzt zu beweisen, dass die natürlichen Zahlen tatsächlich induktiv sind, müssen wir nichts anderes machen, als zeigen, dass diese drei Eigenschaften hier für die natürlichen Zahlen gelten. Unter Zuhilfenahme auch der zweiten Definition. Ja, die ist hier auch ganz hilfreich. Also, fangen wir mal an. Mache ich einfach A, aber wir haben ja drei Eigenschaften. Es ist zu zeigen, das müssen wir in mehreren Teilschritten machen, dass die natürlichen Zahlen eine Teilmenge von R sind. Ja. So. Um das zu zeigen, greifen wir auf unsere zweite Definition hier zurück. Denn wir wissen ja gemäß dieser Definition, dass die natürlichen Zahlen nichts anderes sind als eine Durchschnittsmenge aller induktiven Mengen. Ja? Und dass die induktiven Mengen immer eine Teilmenge der reellen Zahlen darstellen. So. Das bedeutet, aus dieser Definition folgt dann demgemäß auch, dass somit auch die natürlichen Zahlen eine Teilmenge der reellen Zahlen sind. Na? Vielleicht sollten wir hier noch ganz kurz, das schadet vielleicht an der Stelle auch nicht, vielleicht nochmal die Definition der Durchschnittsmenge gerade noch formulieren. Da schreiben wir gerade noch 3 hin. Das heißt also beispielsweise, wir haben eine Menge A, Durchschnitt eine Menge B. So, das Ganze ist definiert mit x ist Element aus A und x ist auch Element von B. So. Beziehungsweise auf das da oben übertragen würde das bedeuten, beispielsweise wir hätten, ich mache es jetzt hier als Beispiel, ne? Schreibe ich hier noch gemäß hin, Beispiel, wir hätten eine Menge M1, Durchschnitt eine Menge M2, ne? Das müssen Sie sich dann vorstellen, gemäß dieser Definition würde das hier dann immer so weitergehen, bis unendlich. Und das wäre dann auch wieder definiert mit x ist ein Element aus M1 und x ist auch ein Element aus M2. Na, Sie können sich also diese Notation der Durchschnittsmenge
können Sie sich auf die Aussagelogik übertragen, sich vorstellen, wie diese Und-Notation. Ne? So, diese Definition mache ich jetzt mal hellblau. So. Nur die Definition natürlich, das Beispiel hier unten nicht. Gemäß dieser können wir dann also auch sagen, dass somit, na, daher wie gesagt, natürliche Zahl nichts anderes ist als die Durchschnittsmenge aller induktiven Mengen und die induktiven Mengen jeweils immer die Teilmenge von R sind, so ist auch, sind auch die natürlichen Zahlen eine Teilmenge von R. Formulieren wir also hierhin. Also, gemäß der Definition 2 sind die natürlichen Zahlen, habe ich hier einfach abgekürzt mit dem entsprechenden Zeichen, auch eine Teilmenge von R, also von den reellen Zahlen, da sie den Durchschnitt aller induktiven Mengen darstellen. Durchschnitt sei hier auch nochmal ein Verweis gegeben, mache ich hier kurz die in Klammer, nämlich die dritte Definition, die wir hier nochmal, also die Definition der Durchschnittsmenge nochmal, um es wirklich genau zu machen, da diese, wie gesagt, einen Durchschnitt aller induktiven Mengen darstellen. Das ist der Punkt. Das heißt also, wir haben dann hier schon mal die erste Eigenschaft gezeigt. Na? Jetzt müssen wir auch die zweite Eigenschaft zeigen, nämlich dass 1 tatsächlich Element der natürlichen Zahlen ist. Das hört sich zwar jetzt eigentlich vom intuitiven Standort betrachtet, na, müsste man eigentlich fragen, das müsste ja eigentlich eindeutig sein. Nein, wir müssen das entsprechend formal nachweisen, gemäß unserer Definition. Gewöhnen Sie sich immer an, mit Definitionen zu arbeiten. Also, es ist zu zeigen jetzt, dass 1 tatsächlich ein Element der natürlichen Zahlen darstellt. Das können wir auch wieder auf die zweite Definition zurückführen. Nämlich, natürlichen Zahlen sind ja nichts anderes als die Durchschnittsmenge aller induktiven Mengen, die wiederum Teilmenge der reellen Zahlen sind. So, und da gemäß auch der Definition 1 eine induktive Menge immer die 1 enthält, enthält somit auch dieser Durchschnitt im Endeffekt auch die 1 und somit gehört die 1 tatsächlich zu den natürlichen Zahlen. Das können wir dann auch ausformulieren. Also, da gemäß der Definition 2, die, na, das habe ich nicht so schön gemacht, die natürlichen Zahlen den Durchschnitt darstellen aller n. Auch hier nochmal Verweis auf die Definition der Durchschnittsmenge. Gehört somit nach der Definition 3 und der Definition 1 auch die 1 dazu. Ne? So, weil eben die Durchschnittsmenge eben die Elemente enthält, die sowohl in M1 als auch in M2 als auch in M3 und so weiter enthalten sind. Ne? Gemäß dieser Definition hier oben. Na? Beziehungsweise den beiden Definitionen. Das wäre also das. Wir hätten also jetzt auch die zweite Eigenschaft schon mal nachgewiesen. Jetzt müssen wir noch die dritte Eigenschaft nachweisen. Und die da lautet, na? Wenn x ein Element aus M ist, dann folgt daraus, dass dann x auch x plus 1 ebenfalls ein Element von M sein muss. Das bedeutet, wir müssen zeigen, dass x Element aus n und somit auch x plus 1 ein Element aus n. Na? Das können wir auch wieder anhand der Definition der natürlichen Zahlen realisieren. Nämlich die natürlichen Zahlen, haben wir ja gesagt, gemäß unserer Definition ist nichts anderes als die Durchschnittsmenge aller induktiven Mengen. Und da gemäß der ersten Definition für eine induktive Menge eben dieser Sachverhalt hier gilt, na, gilt dies auch automatisch für die natürlichen Zahlen, da die, wie gesagt, den Durchschnitt aller induktiven Mengen darstellen. Na, also.
Also, da die natürlichen Zahlen den Durchschnitt bilden aller m und m gemäß 1 auch der für m gemäß 1 auch der Sachverhalt gilt, x Element m, daraus folgt x plus 1 ist Element von m, gilt dies natürlich dann auch für die natürlichen Zahlen. Ja, weil diese eben, wie gesagt, den Durchschnitt aller induktiven Mengen bilden, für die dieser Sachverhalt gilt. Wir haben also auf die Art und Weise in mehreren Teilschritten, ne, können Sie sich also hier vorstellen, wie mehrere Teilbeweise, haben wir das Große und Ganze bewiesen, indem wir diese einzelnen Eigenschaften hier für die natürlichen Zahlen gezeigt haben. Da uns der Beweis gelungen ist, können wir dann hier unten drunter unseren Block einführen. Was im Übrigen auch verwendet wird in der Literatur, ist, dass dieser Block dann zum Beispiel auch noch eingefärbt wird. Ne? Das bleibt dann aber auch Ihnen überlassen. Ne? So viel also dazu. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann können Sie die Fragen wie immer gerne über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt per E-Mail. Im Übrigen können Sie mich auch auf Facebook unter meiner Facebook-Seite besuchen, können hier auch natürlich Fragen stellen. Dort finden Sie die entsprechenden Videos ebenfalls vor. Bedanke mich an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen. Würde mich noch über ein Abonnement freuen. Vielen lieben Dank.